Jo Freunde, willkommen zu meinem kleinen Jahresrückblick 2016. Ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Jahr auch mal ein Video in dieser Art machen. Ich habe das, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie so krass gemacht, wenn auf meinen eigenen Channel bezogen. Also nur hier auf den Channel, das ist aber ein bisschen, glaube ich, langweilig auf die Dauer. Deswegen möchte ich mal versuchen, diesmal den Blick etwas, ja, auszuweiten. Und wir schauen auch mal andere Themenbereiche an. Ich habe mir überlegt, welche Themenbereiche kann ich da oder ja, über welche Themenbereiche kann ich reden. Habe mir da ein paar vorschlagen lassen vom guten David. Ja, ich schaue gleich mal auf die Liste mit euch zusammen drauf. Ich habe aber vorneweg, sollte noch erwähnt sein, gerade wenn man so Twitter durchschaut. Zum Beispiel sieht man immer, für viele war 2016 ihrer Meinung nach ein ziemlich schlechtes Jahr. Nur die Begründung finde ich zum Teil schon etwas interessant. Das könnte vielleicht auch mit dieser Liste zusammenhängen, die ich hier bekommen habe. Wir haben hier nämlich draufstehen: Terror, Terror in Deutschland, Darknet, EM, US-Wahl, Horrorclowns. Ja, gut, ich lasse mir mal diese Punkte hier. Das sind alles, ja, sind prinzipiell politische Themen, die natürlich alle, ja, sehr, wo 2016 sich schon viele sehr schlimme Ereignisse gehäuft haben. Was natürlich generell für die Menschheit an sich oder auch für die Gesellschaft relativ kritisch sind. Ich sehe auch durchaus die Bewegungen, die da im politischen Dialog sind, nicht gerade sehr positiv. Also das ist klar. Aber es ist doch wirklich mal die Frage, wenn jeder für sich sein eigenes Jahr bewertet, ob diese Ereignisse dann eine derart große Rolle spielen. Ich werde darauf, ob sie für mich eine so große Rolle spielen, gehe ich noch im Laufe dieses Videos. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ja. Denn dies sind wirklich Sachen, die beziehen viele in ihre Wertung mit ein. Und deshalb kommen wir doch lieber mal zu persönlichen Sachen, die eigentlich relativ viel interessanter sind. Zum Beispiel, was steht hier noch zwei Sachen auf der Liste? Zum Beispiel die Gamescom. Ja, die Gamescom dieses Jahr, die war wieder super. Wir haben so relativ verhältnismäßig wenig gezockt, oder eigentlich verhältnismäßig ziemlich wenig gemacht. Es war auch ein bisschen ungeschickt, dass wir halt etwas spät dran waren, dann nicht in Köln untergekommen sind. Ich meine, es war nicht schlecht insgesamt, aber halt dann eine Stunde fast insgesamt Fahrzeit jeden Morgen, jeden Abend war halt dann nicht so geil. Da haben wir dann für nächstes Jahr, haben wir uns da schon ein bisschen besser organisiert, hoffentlich. Das sollte, glaube ich, gehen. Da freue ich mich dann wieder drauf. Nächstes Jahr kommen auch wieder ein paar gescheite Games raus. Generell für viele sei, war ja 2016 relativ schwaches Gaming, ja, weil ich weiß gar nicht, wenn man mich so nach einem großen Titel fragt, müsste ich wahrscheinlich länger überlegen. Wenn man aus Nintendo-Sicht war es natürlich absolut schwach. Bei den anderen bin ich jetzt nicht unbedingt so, die zocke ich nicht so intensiv, sagen wir so, folge auch nicht ganz so intensiv, einfach weil mir da auch die Zeit ist mittlerweile zu fehlt. Ich habe San Moniz noch gezockt und sonst eigentlich dieses Jahr, wenn man mich fragt, wie viele Spiele habe ich gespielt. Also außerhalb von LPs würde ich sagen, außerhalb von LPs und Streams muss ich auch noch ansprechen, ich hatte es vergessen, aber ja gut, außerhalb von LPs und Streams würde ich sagen kaum was. Sun Moon natürlich war auch ganz okay, fand ich. Spiel war nicht schlecht, war Postgame war wieder mau, aber ja gut, das kann man vielleicht auch mal im Extra-Video besprechen, aber ich weiß genau, was ich nicht mache, deswegen spreche ich es hier mal an. Fand es, was summa summarum, okay. Top 4 fand ich ein bisschen ärgerlich, dass man da im Prinzip Charaktere getroffen hat, die man schon kannte. Das war bisher nie so, fand ich auch nicht gelungen wirklich, aber ja gut, das man muss jetzt jeder seine Meinung bilden. Passt natürlich zu Alola, genauso wie das Prinzip, in dem wieder Inselwanderschaft, was ich wiederum sehr gut fand. Aber das soll es hier nicht Thema sein. Ja, ich habe hier noch auf meiner schönen Liste, ich bekomme meine LPs stehen, das ist ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich weiß genau, ich werde wieder 100 Sachen vergessen. Meine LPs, ja, deswegen habe ich hier den Channel auf. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen hin, das zu scrollen, jawohl, ja. Wie Sie wissen, ich habe hier nur einen USB-Port am Lappy und deshalb ist es ein bisschen kritisch. Da muss ich jetzt hier dann das mit diesem Maus bzw. mit dem Touchscreen machen, was eins ungenauer ist als andere. Wir sehen hier, ja, es gibt nichts Interessantes. Das heißt nichts Interessantes. Was wirklich interessant ist, ist das hier, diese Liste. Was natürlich auffällt, Moment, ich tue mir kurz mit der Maus, mit den Tasten einklinken, kann man das besser steuern. Ja, hier, dieses Projekt Pokémon ist Projekt Nummer 8. Ich will nur mal anmerken, wann Projekt Nummer 9 gestartet hat. Das war am 7. Januar 2015, also mittlerweile fast 2 Jahre her. Das spricht für das Projekt aus. Für das Projekt sind mittlerweile 33 Parts. Wir sind bei der Liga angekommen. Ja, gerade das
wenn du das Video hier bis hierhin siehst, dann schlag was vor, sie damit machen. Xenoblade werde ich auch, sobald ich wieder, oder sobald ich etwas Zeit habe, werde ich das im Stream dringend bis zum Spielstand zocken, dann weiterführen. Ähnliche Probleme auch bei Pokémon Platinum, das wollte ich eigentlich in den Ferien hier aufnehmen. Aber dann gesehen, das läuft hier nicht so flüssig. Deswegen habe ich das mal gelassen, habe mich, werde stattdessen wahrscheinlich noch so ein kleines Übergangsprojekt bringen. Ich habe auch schon eine Idee, was man da machen kann, wird einige freuen, wenn es natürlich läuft. Voraus jetzt habe ich noch nicht getestet, werde ich direkt im Anschluss machen. Jo, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Tobis Kampfbrech, ja. Kann ich hier 25 übrigens ergänzen. Da fehlt noch das Finale, das kommt in den nächsten beiden Wochen. Dürfen sich, ich spoiler noch nicht, wer gewonnen hat, falls ihr die Kämpfe noch nicht gesehen habt. Die beiden Kontrahenten, ja, würde mich freuen, wenn ich das zeitnah bekomme, dann kriegen wir das vielleicht super rum. Ich weiß auch schon, wenn ich als Co-Kommentator fürs Finale fragen möchte, ja. Und diese Person werden wir dann vielleicht in naher Zukunft häufiger sehen, aber genug der Andeutung. Ja, das sind die interaktiven Projekte, die liegen ein bisschen auf Eis, das hier vor allem. Also das hier, da, Zeile 9, Projekt Nummer 35. Ja, ansonsten, was haben wir denn dieses Jahr eigentlich abgeschlossen? Das ist gar nicht so viel. Alter, meine Stimme, Leute, es tut mir voll leid. Da oben sind natürlich noch zwei Kandidaten, das darf ich nicht vergessen. Lego Star Wars und Pokémon Weiß 2, das waren lange Projekte, waren sehr coole Projekte. Und halt hier die üblichen Verdächtigen, New Super Mario Bros. DS, New Super Mario Bros. 3.9, Cat, Yu-Gi-Oh! 2.11, vielleicht machen 2.9er mal irgendwann. Aber da wird sich eigentlich der Stream anbieten, oder? Für ein 2.10er Replay, das kann ich ja auch mal zeigen, das ist eigentlich so interessant hier. Das Replay, das 2.10er Let's Play bei den beliebtesten Videos. Das ist mega krass, ich weiß es echt nicht, ich spreche das jetzt mal wieder an, aber guckt euch das mal an. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte mal, ich habe mich verzählt, 9. 9 Stück da unten nochmal, 3 in den besten 16, das ist schon heftig, also. Ja gut, kann man machen, das stimmt nicht, was ich gezählt habe. Das ist sogar, ja, 12 Stück in den besten 16, also. Läuft. Ja. Ah, genau, auf der Liste, die da politisch gesehen wurden, natürlich noch Brexit, diese wunderschönen Landtagswahlen für die, über die live auf meinem Channel berichtet wurde. Ja, habe ich noch vergessen, ich kann hier nicht wieder weggehen. Das braucht keiner. Ja, was habe ich denn sonst noch, was ich hier zeigen kann? Über meinen Channel, was 2017 kommt. Ja, ich denke, die Projekte dauern alle noch ein bisschen. Returns ist fast abgedreht, da fehlt noch der allerletzte Part. Also, es wird der Spielmodus, der läuft hier schon, also. Weiß gar nicht, hier 6 Aufrufe, das geht sogar noch voll. Ich würde sagen, wie kann das nur 6 Aufrufe haben? Wie kann sowas nur 2 Aufrufe haben, Leute? Das ist mega Projekt, das ist super. Also da habe ich wirklich viel, viel Schweiß und Blut reingesteckt in dieses Projekt. Also Returns ist, ich glaube, bisher das heftigste Projekt, was ich am Laufen hatte. Ist auch 200%, das ist nur krank, ist nur krank. Mode Shot die Thumbnails, da wird sich der gute Chase diesen Problem 2017 annehmen, hat er mir gesagt. Ja, das ist soweit hier. Merke ich kein Konzept, totales Chaos. Aber es macht gar nichts. Hier bei Channel ist irgendwie auch so, diese ganzen angesagten Channel hier, ich kann hier mal drauf gehen. Das ist auch so ein interessanter Punkt, weil da bin ich noch nie so exklusiv drauf eingegangen. Wer da also drauf ist, ist hauptsächlich hier die, ich glaube die ersten drei sollten klar sein. Yoshi dürfte auch klar sein. Der war zwar hier auf dem Channel noch nicht zu Gast, aber das planen wir schon seit langem. Vielleicht bietet sich da auch zeitnah noch eine Gelegenheit zu. Na, schön, dass du dich aufgehangen hast. Läuft! Ja, dann Mark hat leider neulich. Oh, das heißt Mango Mark heißt dein Channel. Ist das überhaupt der richtige, den ich hier verlinkt habe? Ich müsste hier meine, die Leute, die ich abonniert habe, zeige ich jetzt mal nicht. Das ist ja, wo steht der da? Weil ich glaube, fast alle, die ich abonniert habe, die sind auch da drauf. Nein, nicht verschieben. Bis auf Germi. Und noch ein paar andere größere. Das ist echt ein Mango-Mago benannt, okay. Also Markyub wird zu Mango. Mark hat ja leider mit LPs aufgehört. Sehr schade, Swamp Badger. Ja, auch durchaus. Halt, der macht seinen komischen Minecraft 100-Stream. Das ist auch eine interessante Sache. Mal reingeschaut. Ganz cool. Könnt ihr auch mal machen. Schnäppia, L-Kollege, macht, wie heißen diese Dinger? Können wir mal kurz drauf gehen. Auf jeden Fall kranker Dude hier, seht schon. Hat sich nicht SFM Source Filmmaker Videos, genau.
Und Battlefield 1, Lucky Kills, da hat er mir auch noch einen. Das hat er mir auch noch geschickt, das kann ich auch auf meinem Channel noch hochladen, hat er gemeint, als Gastgameplay. Ja, können wir machen. Mr. Defense, auch ein alter Bekannter. Wikipedia, mit dem war ich mal zu Gast, hier über. Was haben wir da geredet? Über die Switch, was glaube ich. Marant heißt auch RL. Kollege macht musikalisches Zeug auf seinem Channel. Horarius dürfte ganz alten Leuten, gerade von Pokémon Online, auch noch ein Begriff sein. Ich habe neulich tatsächlich mal, ist immer interessant, wenn man Leuten zum Geburtstag gratuliert, dass man dann mit ihm wieder ins Gespräch kommt. Haben wir wieder gelabert. Ja, sein Channel hat mittlerweile fast dasselbe Schicksal getroffen wie meinen, dass im Zeitmangel die Uploadrate drastisch reduziert. In meinem Fall ist das noch ein Grenzgeld, weil ich Vorrat hatte und jetzt auch wieder ein bisschen was aufnehmen kann, hoffentlich. Wenn nichts mehr kommt, dann wisst ihr, Vorrat ist aus, nicht gut. Ja, Retropad, von dem habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört. Der scheint eigentlich auch ein cooler Dude. Greenhead hat auch, also Let's Player übrigens, wenn ich nichts dazu sage. Ja, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Sherox, Saluka kennt ihr, Zero kennt er vielleicht auch noch, war vielleicht immer zu Gast, da wollte ich mal sein, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall hier dann unten noch zwei Musikkanäle, Shizu Jukebox und Musescurry, könnt ihr auf Musescore mal eingeben hier, das ist ein super Dude, macht mega geile Arrangements von Nintendo Games, ich glaube, er hat ein mega geiles Oblivia Ding da am Start, das ist richtig episch, könnt ihr mal reinziehen. Stupendous Wave, ja, Star Wars, Freunde, Star Wars. Rogue One übrigens auch filmetechnisch für mich auch 2016 relativ maus. Ja, habe ich auch. Ich war auch so selten wie neben Kino, liegt vielleicht daran, dass ich als Student da weder Zeit noch Geld habe. Das Geld ist jetzt ein bisschen überdramatisch. Immer gesagt, das ist ja ein Gerücht. Saufen können Studenten immer, also können ja auch Geld für anderes ausgeben. Ja, gut, also. Lass mal das Thema. Jo, wo war ich stehen geblieben? Genau, Rogue One kam ja noch. Nächstes Jahr Star Wars 8. Ich freue mich riesig drauf. Es ist. Rogue One war ein sehr guter Film, wer noch nicht gesehen hat, geht rein. Es war kein üblicher Star Wars Film. Ich werde auch nicht spoilern hier. Soundtrack ist auch wieder sehr gut. Vielleicht nicht ganz gut wie ein normalen Star Wars Film, aber. Ich meine, das ist ein sehr hohes Maß, mit dem man da misst. Also. Jo. Ich sag, kann man definitiv empfehlen, ist kein klassischer Star Wars Film, legt nicht so viel Wert auf Charakterentwicklung, ist eigentlich ein Actionfilm, also gefällt auch selbst Leuten, die sich zuvor von Star Wars noch nicht allzu viel gehalten hatten, die haben gesagt, ja doch, hat mir gefallen, und das hat mich gefreut dann, ja. Gehen wir zurück hier auf die Startseite und kommen so ein bisschen, ja, mich persönlich, Abschieds 2016 verabschieden. Sagen wir so, wenn nochmal Bildschirm, warum wird die ganze Zeit dunkel? Das ist mega strange, naja. Ich schiel einfach drüber weg. Ja, 2016 für mich, ich würde sagen, wenn 2016, wenn ich nochmal so ein Jahr wie 2016 bekommen könnte, für mich persönlich würde ich sofort das nehmen. Weil ich habe 2016 so viele coole Leute kennengelernt, muss ich sagen. Hab's Abitur abgeschlossen, Studium begonnen. Bin bis jetzt auch mit meiner Wahl noch sehr zufrieden, eigentlich, würde ich sagen. Ja doch, habe auch die Liebe für die Informatik gewonnen, vor allem nachts. Nee, also das ist natürlich immer so ein bisschen, wer was in die Richtung mitkriegen will, Twitter hilft meistens, da poste ich so ein paar Sachen. Ja, also insgesamt, wie ich sagen, für mich, ich habe mir damals Anfang 2016 eigentlich nur einen Vorsatz genommen, dass ich die ganzen, Wahlen klingt jetzt wieder so politisch, aber die ganzen Sachen, für die ich mich entscheiden muss, dass die richtig entscheiden. Ich muss eigentlich sagen, dass mir insgesamt, würde ich sagen, gut geglückt. Also bin eigentlich stand jetzt relativ zufrieden. Wahrscheinlich zufrieden, als ich 2015 war. Liegt vor allem daran, dass ich halt jetzt zwar einen anderen Stress habe. Auch mehr, würde ich sagen. Gerade so bildungstechnisch gesehen. Aber auch Stress, der einem deutlich mehr Spaß macht. Es hat nicht mehr so. Das ist halt wirklich das Coole am Studium, ist nicht mehr dieses, jetzt machst du Englisch und du hast keinen Bock drauf, machst du Geschichte, hast keinen Bock drauf, machst du Schlag mich tot, hast du keinen Bock drauf. Ja. Sondern du kannst einfach, du hast jetzt dein Zeug, das dir hoffentlich Spaß macht und das dann auch, entsprechend gibt es immer Sachen, die einen nerven, das ist klar. Es gibt auch Sachen, die einem dann doch weniger Spaß machen als erwarten, es gibt Sachen, die einem mehr Spaß machen als erwarten, das finde ich das Schöne dran. Ich muss sagen, insgesamt, ja, gibt es Sachen, würde ich sagen, muss Spaß machen, macht es mir
die Mathe macht mir weniger Spaß als erwartet, weil es halt doch ziemlich hart ist. Informatik deutlich, deutlich mehr als erwartet. Weil es einfach cool ist, weil da einfach. Da ist halt so eine ganz andere Denkensart, als man so in der Schule lernt. Generell hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie war euer 2016 persönlich, mal abgesehen von den ganzen politischen Krisen und dem gesellschaftlichen, ja, Zerfall ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber dem gesellschaftlichen Abbau, dem Abbau im Dialog. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, habe ich ja gesagt. Wie war das für euch persönlich? Habt ihr eure Vorsätze? Ich meine, Vorsätze, ich nehme ja mittlerweile gar keine mehr. Ich habe gesagt, der einzige Vorsatz für 2017 ist jetzt ein Funfact, ich will noch mehr Vorschleifen verwenden in der Informatik. Aber das ist ein anderes Thema. Jo, habe ich doch 16 Minuten durchgequatscht. Habt ihr eure Entscheidung, würdet ihr die, wenn ihr sie 2016 nochmal treffen könnt, würdet ihr sie anders treffen oder würdet ihr nochmal dieselben machen? Würde mich interessieren zu überlegen. Noch ganz kurz, habe ich das vergessen? Ich hoffe nicht. Okay, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch noch einmal. Sollt ihr es heute noch sehen, ich schaue, dass ihr es so bald wie möglich in den Upload bekommen. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns 2017 wieder in alter Frische mit neuen Vorsätzen und neuen Herausforderungen, die wir hoffentlich alle gut meistern werden. Bis denne, einen guten Rutsch, wie gesagt, und haut raus. Lasst heute Nacht ordentlich krachen.